20-jähriges Jubiläum. Mit einem Festakt wurde am Sonntag der Hängung dreier bedeutender Kranachtafeln in der Johanneskirche in Dessau-Roßlau gedacht. Die Kirchengemeinde St. Johannes und St. Marien-Dessau stellten die Bedeutung der vor 20 Jahren restaurierten Kranachwerke in den Fokus und messen den Werken eine wichtige Rolle bei. Die Kreuzigung von Lukas Kranach dem Älteren sowie Christus am Ölberg und das Dessauer Abendmahl von Lukas Kranach dem Jüngeren wurden vor 20 Jahren mit Spendengeldern in Höhe von 270.000 Mark aufwendig rekonstruiert und letztendlich in der Johanneskirche präsentiert. Schon 2015 zur Feier des 500. Geburtstages von Lukas Kranach dem Jüngeren werden die Bilder eine herausragende Rolle spielen und bis dahin weitere Wissenschaftler und Touristen angezogen haben. Der Festabend am Sonntag begann mit einem Theaterstück, anschließend folgte ein Gottesdienst. Ein Vortrag unter dem Titel Alter und Herkunft der Kreuzigungstafeln von Lukas Kranach dem Älteren aus der Marienkirche zu Dessau rundete den Festakt ab.